Kaum erschienen, ist Stefan Raabs Boxsong Bar aufs Maul bereits auf Platz 1 der iTunes-Charts. Nach seinem TV-Comeback am 14. September startet Stefan Raab, 57, jetzt auch wieder musikalisch durch. The Entertainment House Sasa erobert mit seinem Song Bar aufs Maul, den er vor seinem Boxkampf gegen Regina Halmich, 47, live in RTL zum Besten gab, die Charts. Bereits einen Tag nach der Fernsehpremiere setzte sich das Lied am Sonntagabend an die Spitze der deutschen iTunes-Charts und ließ die Emptiness-Mach von Linkin Park hinter sich. Unterstützung bei seiner musikalischen Rückkehr erhält Raab von den Berliner Rappern Sido, 43, und Chiago, 26. Sie waren am Samstagabend auch im PSD Bank der Dome in Düsseldorf dabei. Bevor die drei mit Unterstützung zahlreicher Tänzerinnen den Song performten, schwebte erstmal Fitness-Queen Pamela Reif, 28, als Engel durch die ausverkaufte Halle. Allein am Boxsack trainiert. Nachdem Raab Bar aufs Maul präsentiert hatte, zeigte er seinen mit Spannung erwarteten Körper. Er zog den weißen Anzug aus und spannte auf einem Podest hoch über den Köpfen der rund 13.500 Besucher seine Muskeln an. Die einstige Killerplauze hatte sich im Vorfeld des dritten Aufeinandertreffens mit Xbox-Weltmeisterin Regina Halmich gestählt. Das habe ich alles selbst gemacht. Ich habe mir im Internet Videos angeguckt und einen Sack, 45 Kilo, beim Boxsportbedarf gekauft, verrät der ehemalige TV-Total-Gastgeber in der anschließenden Pressekonferenz. Erst im letzten Monat vor dem Kampf habe er sich Hilfe von Boxer Nelvi Tiafak, 25, für sein Training geholt. Dank einer strikten Ernährung habe er 10 Kilo verloren, so dass er schließlich ein Kampfgewicht von 85 Kilo in den Ring brachte. Ich habe nur Hähnchen und Salat gegessen und Wasser getrunken. Genutzt hat ihm sein trainierter Körper allerdings nicht allzu viel. Er überstand zwar alle 6 Runden gegen Halmich, war jedoch schnell außer Atem. Boxerisch war die 51 Kilo vor ihrem Gegner Haushaus überlegen und ging erneut als Siegerin hervor. Neue Streaming-Show ab 18. September. Der Boxkampf markiert das große TV-Comeback von Raab nach fast 10-jähriger Bildschirmabstinenz. Nach der Niederlage verkündete er, dass er wieder Lust auf Shows und sich für 5 Jahre bei RTL verpflichtet habe. Ab 18. September gibt es immer mittwochs ab 20.10 Uhr die Spielshow Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab bei RTL+.